Sie sind hier, 29. August 2018, 14.58 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Matija Nastasic von Schalke 04 hofft, dass seine Strafe reduziert wird. Urheberrecht Getty Images Gelsenkirchen. Es war einer der Aufreger des ersten Spieltags, die rote Karte nach Videobeweis gegen Schalkes Matija Nastasic. Der Verein will nun gegen die Sperre vorgehen. Schalke 04 hat Einspruch gegen die 2-Spiele-Sperre für seinen Innenverteidiger Matija Nastasic eingelegt. Das gaben die Königsblauen am Mittwoch bekannt. Wie der Deutsche Fußballbund DFB mitteilte, wird der Einspruch am Freitag ab 11.30 Uhr mündlich in Frankfurt verhandelt. Nastasic hatte im Spiel in Wolfsburg am vergangenen Samstag 1:2 nach einem Foul gegen Wu Weghorst zunächst die gelbe Karte gesehen. Nach Hinweis des Videoassistenten entschied Schiedsrichter Patrick Ittrich jedoch auf Platzverweis. Das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes DFB hatte den Serben am Dienstag als Folge der Entscheidung für 2 Spiele gesperrt. Von Sportinformationsdienst.